Schatz, hier heute was Besonderes. Zum Frühstück. Hast du dir echt mal gemacht? Lecker. Freue ich mich. Ich warte noch auf mein Brot. Aber ich bin heute Das ohne Brot. verschnupft. Was habe ich? Verschnupft? Pastete haben wir aufgegessen. Oder? Brombeeren haben wir gegessen. Und Mais. Schönstes Mais heute. Ich nehme hier mal schon mal Eier, Rühreier hast du schon. Vier Stück. Die waren lecker. Mit Käse hast du reingetan, ne? Ein bisschen Salz. Wurst hat die Mama mitgebracht für dich, ne? Die ist schon weg. Ich esse auch mal gerne so eine Wurst, ja. Oh, gut. Ist mal was, einfach mal was anderes. Mama hat mitgebracht. Die machen in Lviv gute Würste. Erste Mais. Erste Mais dieses Jahr. Ja. Ja, aber wenn man Mais schon isst, dann ist schon das Jahr fast wieder rum, ne? Ja. Ja. Sommer. Vorbei. Sommer ist schon wieder fast rum. Ja gut, da kommt ja noch der Herbst. Pilze gibt's bald. Pilze sammeln. Das ist kein Sommer mehr. Da ist ja dann schon der Herbst, dann kommt der Winter und so. Und wir füllen heute noch Schwimmbad auf. Ja. Ob das so eine gute Idee ist? Doch, soll nächste Woche auch warm werden. Das ist ja ziemlich schnell warm, das Wasser. Und wenn das so heiß ist, freut man sich, wenn das kalt ist. Wenn es dann so lauwarm ist oder warm, dann ist das keine große Erfrischung. Das schmeckt aber gut. Und no. Lecker. Hast du Zuckermais geholt? Den Samen meinst du? Ja. Also das ist jetzt hier Zuckermais, süßer Mais. Aber ist nicht zu süß. Ne, ist lecker. Genau richtig. Aber es gibt ja noch Popcornmais und es gibt ja den normalen für die Tiere, ne? Den habe ich nicht mehr gepflanzt dieses Jahr. Für die Tiere? Extra, ne? Ja. Nur süß. Na, das, was wir essen, essen wir den Rest. Rest ist für Tortillas. Ah. Normalerweise, wir kaufen ja Mais dazu. Ich brauche noch was für Tortillas. Ich meine jetzt Mais für die Tiere. Futtermais. Ja, früher habe ich für die Tiere gepflanzt immer. Ganz viel Mais. Aber dann habe ich gesehen, das lohnt sich nicht. Ja. Besser kaufen und nur für uns pflanzen. Ja, weil die haben ja, wenn du das alles mit der Hand machst und so, wenn wir jetzt zum Beispiel Weizen... Die Leute machen mir das alles, bringen in Säcken, fertig, ja, trocken. Du kaufst Weizen. Geschält schon. Mais, geschält, die fahren dann mit den Mähdrescher übers Und Feld. Ich habe geschält. Ist viel einfacher. Aber ich habe die Kolben auch so für Kaninchen gehabt. Das schmeckt wirklich gut. No. Genieß das, mein Liebling. Guten Appetit. Danke. Tata, хочем узнать, запитатися. Wir haben wieder die Nachbarin. Wir haben wieder die Nachbarin mitgenommen und fahren jetzt ganz andere Straße durch den Wald, hier direkt von unserem Dorf in den Wald rein. Mein Schatz kennt eine Straße ja, durch. Ich hatte mit dem Nachbarn gesprochen, der die. Durch Berlin, ne? Durch Berlin. Er sagt, fahr doch nach Berlin. Ich sag, wie nach Berlin? Ja, da ist so ein Dorf, das heißt Berlin. Also müssen wir einen kleinen Weg durch den Wald machen jetzt. Und dann fahren wir auf einer neu gemachten Straße, so eine gute Straße nach Brode. Weil Natalia hat nämlich was vor. Was wolltest du machen? Ich wollte nur diese so alte Decken wegbringen. Die sind schon sehr staubig. Die haben bestimmt Milben, weil das sind Decken noch von meiner Oma aus Gänsedaunen. Meine Oma hatte viele Gänse. Die hat uns immer Decken gegeben und hat uns immer Kissen gegeben und Decken gemacht für uns. Aber ich habe
gedacht, ich bringe die zu so einem Geschäft, die diese Decken erneuern, die sie mit solchem Laser oder wie sie die sauber machen. Und ja, dann, das ist so ein großer Behälter, da wird das immer so aufgepustet und getrocknet. Und da sind Laser drin, die Milben, Milben töten. Ja, und dann werden wir das probieren und dann möchte ich ganz neue Bezug dann machen. Das wird ein bisschen kosten, aber dann haben wir eine schöne Decke für unser Bett, entweder oben oder unten. Jede Decke, die ich habe, ist meinem Schatz zu klein. Stimmt, Schatz? Ja. Für Winter. Nicht für meine Größe. Ja, und da kommen so ein bisschen die Füßchen raus. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen jetzt ein bisschen größere Decke, wo die Füßchen nicht mehr rausschauen. Und fahren jetzt durch den Wald, probieren wir da hinzukommen. Also wünschen wir uns eine gute Fahrt. Nachbarin haben wir auch mitgenommen, die will auch zum Markt. Die ist sehr nett, das ist die gleiche Nachbarin, die damals nur in die andere Stadt mitgefahren ist. Und die haben wir jetzt mitgenommen. Ja, da sind noch die Störche. Und gleich, wenn wir um die Ecke sind, kannst du die sehen. Störche, Kinder! Da. Aha, da ist jetzt einer so. Tatsächlich, schon gewachsen. Und die Kinder sind schon Flüge. Da sind Kinder. Ja, ja. Da sind schon Kinder. Schön. Da sind auch welche. Guck dir das an. Aha, viele. Noch. Ah, noch wieder. Und immer auf elektrischen. Auf den Zaun fehlen, ne? Auf den Elektroden fehlen. Ja, das auf Elektrik, das kann doch nicht sein, dass sie nicht Angst haben auf Elektrik. Zu ihnen macht auch nichts. Hier sind ganz große Lindenbäume, hier sind auch die sind auch immer voller Bienen, wenn die Linden blühen. Ja, ja, hier sind sehr ganz viele Linden. Die, hier kamen wir früher sogar Linden. Ja. Immer. Hier so eine Ecke, wo sind nur Linden. Ah, und diese wilde Erdbärchen haben wir hier immer gesammelt, zur Nätschke. Ja. Am Fluss, hier ist Fluss. Hier gleich ein Stück weiter ist der Fluss. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man hier die Brücke sieht. Hier kann man sogar schwimmen. Ja, aber da hinten ist besser, wo wir sonst schwimmen. Aha, wo wir sonst schwimmen. Vielleicht gehen wir da mal schwimmen, jetzt noch, wenn es warm wird. Bald kriegen wir Besuch aus Deutschland. Hast du schon die Adresse gesagt? Nee, dem muss nur die Adresse. Oh ja, er muss Adresse schicken. Ja, das ist ja nicht schlimm. Super. Zeige ich. Unsere nette Nachbarin und uns. Gute Reise. Oh. So schöne Dörfer, jetzt haben wir das verpasst. Solche riesige Bohnen. 8 Meter Bohnenstöcke. Leute haben gepflanzt. Wunderschön. Voller Blumen. Aber so hoch, ne? Habe ich noch nie gesehen. 8 Meter, aber in Karpaten sind immer 8 Meter Karpaten. Echt? Mhm. Die machen immer 8 Meter Stöcke für die Bohnen. Aber warum 8 Meter? Das hast du eine Meinung? Ja, so sagt man das. So sagt man, dass sie wachsen können. Ja, ja. Unglaublich, wo man solche findet. Ja, im Wald. Im Wald. Nimmst du dir ja hier, gibt es ja verschiedene. Solche Bäume. So, jetzt sind wir immer hier nach rechts gefahren und wir fahren jetzt hier nach links. Aha. Andere. Ein bisschen anders. Nach Berlin, ja? Nach Berlin. Das hat mit Berlin, liebe Freunde, nichts zu tun, auch nichts mit deutschem Namen. Das heißt nämlich Berlin. Berlin, ganz anders heißt das. Ja, aber schon, ja. Ähnlich. Aber es ist lustig. Lustig, dass es so heißt. Ja. Da steht eine alte Holzkirche und davor haben sie eine neue gesetzt. Mhm. Oh, selbst hier, guck mal. Nova Poste, diese. Ah, haben die auch. The Navitud, Nova Poste. Torio. Diese Postfilialen sind schon im ganzen Land, in jedem kleinen Dorf schon, ne? Ja, ja. Aber die Straße ist gar nicht schlecht, oder? Hier fängt dieser Wald an. Ich habe so Angst, dass diese Matratze uns nass wird. Welche Matratze? Nur die oben liegt.
liegt auf dem Gras. Nein. Wird nichts? Glaube ich nicht. Aber sieht anders aus. Oh, oh, wie so ein Tunnel. Ui, schlechte Straße. Hier muss ich ein bisschen langsam machen. Бо ми ще тут не були, а повернули коло того магазину, де нова почта. Де нова почта, ми говорили. Бо Ігор сказав, що там менше ям і ліпша дорога. І Крістіан вирішив нині попробувати. Попробувати. А, ви пробуєте тільки. Ну, а ми не знали, навіть якби ми знали, то ми б... Ми не знали, що тобі туди треба. Тут через ліс кусок, він так казав. Кусочок через ліс. Треба знати. Там, а він має GPS. Ага. А Крістіан ще... Я ще доїла кози, він каже, о, ми нині їдемо через Берлін. Так тішився страшно. Крістіан, через твій рідний Берлін. Так, так. Так. А це те саме кілометр більше. Але ти дивись, так назвали. Та то не Берлін, а, то Берлін. Берлін, так. Ну то яка різниця, Берлін чи Берлін? Але люди так думали, що треба так сказати. Бауер німецький. Може. Lange, lange, lange Straße. Ja. Ліс. Guck mal, wie viele Nüsse. No. Alles voller Nüsse. Und alles Haselnüsse. Alles Haselnüsse. Tag. Da kannst du hier, kannst du ja kiloweise holen. No. Vielleicht kann man jetzt schon ernten. Jetzt muss man mal gucken, ob hier welche dran sind. No. Da, Oberrechno. Also ich habe jetzt hier keine Nüsse dran gesehen, aber ich habe auch nicht so gut geguckt. Nee, gibt's. Gibt's. Я напевно. Є, є, є. Але може ще не готові, я не знаю, які. Та, ну, може, може. Die sind noch nicht reif. Ne. Noch nicht reif. І тут Лопатин, так, теж буде? Лопатин? Не знаю, ні. Ні. Лопатин це... В іншу сторону. Лопатин треба, напевно, через... Das ist andere. Ich habe so Angst, dass unser Auto im Wald kaputt geht. Ja, warum hast du Angst? Weiß nicht. Solche Ängste. Du hast Angst vor dem Unbekannten. Ja. Was würde ich machen, wenn ein Auto im Wald kaputt geht? Dann rufst du jemanden an. Wen? Weiß ich nicht. Da werde ich mir dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Aber guck mal hier, die Straße wird ja auch benutzt. Ist ja nicht so, dass hier keiner langfährt. Mhm. Das ist jetzt hier noch ein bisschen interessant, ne? Welche riesige Auto. Ne, може не та дорога. Sehr interessant. Das ist hier gut. Die packen das hier schon und wird das aus dem Wald raus transportiert. Mal sehen, was das für... Ah, das ist alles Eiche. No, da. Hier ist Eichewald. Ne, Eiche und... Kiefer. Nee, doch, Kiefer auch. Oh, so ein ganz kleiner Junge, hör mal. Klein? Arbeitet schon. Ja? So ein junger Mann. Junger Mann, nicht kleiner. Oho, wir sind ja schon so lange im Wald, nein, liebe Freunde. Ich hoffe. In einer Minute kommt der Asphaltstraße. Ja, okay. Das ist nicht mehr weit. Aber jetzt. Schön war das Ausflug. Ich liebe sowieso durch den Wald. Ah, da sieht man schon die Autos fahren. Aha. Das ist Berlin. Das ist dieser Berlin, aber haben wir schon zu Ende. Berlin. Berlin. Ja. Nichts mit Berlin zu tun, liebe Freunde. Nee. Leider, leider. Leider, meinst du? Leider, weil wäre schön, wenn wir so nah am Berlin wären. Ja. Ah, sehr interessant. Hier ist jetzt guter Asphalt. Oh, da will ich eine Straße. Nee, die sitzen dann. Unterhalten sich Kinder.
Oh, 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 guck mal, solche goldene Dachdecken. Ui, diese Blumen habe ich gerade gesehen. Guck mal, wow. Goldene Dach. Das ist ja nicht Gold. Ja, das ist Blech, Blech. Billiges Blech. Ja, aber hier kann man fahren, ne? Also die Straße in Berlin ist schon gut. Noch besser wie die in deutschen Berlin. Ja, 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 sehr gute Straße. Oh, wir waren mal in Berlin, das war sehr schön. War schön, wir waren bei Schlössern. Wir haben diese rosa Schloss gesehen. Das war so schön. Ja, das war sehr schön. Oh, guck mal, hier auch eine schöne Schule. Hier ist Rathaus oder was ist das? Kindergarten. Rathaus, schöne. Bisschen zeigen, wie die Leute hier so leben. Wie die Leute so leben, ja, in der Stadt. In der Stadt. In der schönen Stadt. Ну, а тут моя тетя жила, але вже померла. Тетя Рузя. Да, померла. Aber hier hat der Computer mich aber auch hingeschickt irgendwo. Так. Погано тебе послав твій комп'ютер. Der Computer ist nice, oder? Der weiß ja nicht, ob hier Schlaglöcher sind oder nicht. Hat dich auf die Baustelle geschickt. Alle tun nichts. Macht doch nichts. Langsam. Ja, ist kein Problem. Irgendwo kommen wir schon an. Wenn man langsam fährt, durch die Baustellen. Oh, das ist. Uiuiui. Das ist diese Hibiskus. Ah, aber hier, da ist ja eine Straße. Eine Straße. Oh, hier ist wieder normal. Müllcontainer brauchen wir, ne? Wir wollten Müll wieder rauslassen. Das finden wir gleich ein. Wegschmeißen. Also jetzt ist das hier, ne? Noch eine weiter. Da? Тут лікарні. Прямо, прямо. Але ми хотіли до базарні. Да? Так ми ж в лікарні, Кріс. Ну, а Wer wollte der Perche zum Bazar? Ihr wollt doch erst zum Bazar, oder nicht? No, doch. Was wolltet ihr denn jetzt? Dobr. Du vernehmst ja potem. Hier sind Müllcontainer. Wo? Da. Ah, sehr gut. Drei Säckchen. Das waren Müllcontainer. Da. Einfach. Aber weißt du, wo dieses Geschäft ist? Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das ist. Okay. Melonen liegen auf der Straße. Melonen, Hasenfelle, Stiere. Nee, ja, ich nicht fort. Nee, ja, nicht люблю их, то химия. Мои такие вот бэушные сборы. Он вас кто? Тоже не такие, знаешь, домашние. Не, она ведь не классная, зовут. 35 килограмм? Так точно. Навіка, ми йдемо до того магазину. Ага. Ага, боже, це ще стара бочка. Ми ще Тох Зітман, бочка квас. Наденька, то собі походиш. Добре. Добре, а ми будемо, ну ви бачиш, де машина. О, там. О, ще пиш.
Die haben lebendige Fische hier drin. Кукурузка вже є на городі. Ну, ще починається. Jetzt frage ich nach Preisen so ein bisschen. Überall Heidelbeeren, ne? Und Mais ganz viel. Weißt du denn, wo diese Decke sind? Ich glaube, hier um die Ecke war das dabei. Oh. Wenn ich das nicht finde, dann sagen wir. Oh, süßer, schläft da ein schöner, süßer Hund. Guck mal, was die da verkaufen. Mohn. Leckerer Mohn. Ja, weil es ja vom Mohn. Ach, Quatsch. So darf man das. Oh, schöne Äpfel. Das war hier ein von diesen Buden. Irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Vielleicht kannst du mal hier fragen. Der Igor meinte, gibt es. Ja, ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchem. Рідно, що ми ім'я, так? Ні, пишіть подушки, які ви хочете, ага. І добре. Варте, я кинув вас вік. Ви можете його краще розправити. Ні, вагу. Це можна яким розміром. Добре. А я хочу ковдри. Ковдри, то пишете. Ковдри такі полуторка, півторачка, двоспалка, що там. Вон там на цьому є ковдри написано. Ага, є ще це. Ті прайзи стоїть тут. Hier. Kannst du dir aussuchen? Wahrscheinlich 2 Meter mal 2,20 oder was? Alle theoretisch, du willst nur eins machen? Da, ich will eine riesige. Aber du schreibst da zwei. Ja, das ist ja eine Fisch. Und die Frau, die macht hier aus den verschiedenen, macht sie hier solche Kuduschka. Aber hier ist warm drin. Jo. Aber wir müssen mit der Rukamische mischen hier. Ach, fertig. Und meine Ruke schon. Ja, zu Mube, wie du da liegst, das geschafft. Die Schufler mit. Ich bin Pirja, Брали. Ah, okay. Бо його стає менше і вона не дістає до труби. Ну, yeah, yeah, so ein bisschen ausschütteln. О, воно мусить вентилятор закупити. А там є світло, так? Так. У UV? Ну, бактеріологічний. Дві лампи. Дві. Одна голуба, друга біла. Але скажіть мені, що я можна теж просто пір'я віку? Кульок забери. Так, кульок будеш як забирати, приїде в прикол. Das ist eine dieser Decke. Бачите, ще атлас не баба шила. Так, і два. Друга, така ваша старовинна. Так, з тих двох ковдрів що має бути? Я хочу зробити одну дуже велику, тому що йому все ноги вилізають. Ви хочете євро? Євро. Велику, щоб ноги не вилазили. Вона 2,20. А, та. Але чи якщо вийде таку одну і ще дві подушечки, чи то не вийде? Боже, хоч 4. Так? На ваші гроші все покупаю. Добре, добре. Бо то там багато пір'я. А я, чуєте, прошу пані, а я хочу, щоб ті ковдри були тоненька. Прошу. Щоб та ковдра я була знаю, тоненька. Євро тоненька. Євро тоненька, так. І подушечки дві подовгасті. Довгості 40 на 60 чи 50 на 70? 50 на 70? Мені то не має значення, подовгасті. Та велике значення має? Ну як скажете, там я ж не знаю скільки пір'я є. Так. Тільки цей? Все з того. Dieser Stoff willst du haben? Ja, diese Farbe. Diese Farbe. Sieht schön aus. Alle Haare. No. Alle Haare. Ah, die hat ja so ganz viele. Ganz? Nee, nicht so schockig. No. Zeichen, was gefällt dir? Blau oder gelb? Nee, die ist gut. Die bin ich auch. Auch schön. Super. Aber die haben Probleme mit dem Sweetlo, ne? Mit dem Strom. Ну, 2.
зараз на 70 чи? Я не уявляю просто. Зараз. Не знаю, чи розмірів. Зараз я вам покажу. Часто 150 на 70, 140 на 60. Ви розкладіть, добре, дивіться. Ну, schön. Zeig mal, wie groß das ist. Oh, jetzt kann man das verstehen auch. Die sind noch schöner. Ja, aber du hast gesagt, blau nicht. Nee, die Größe zeigt sie mir nur. Willst du lieber kleine? Und kleine, dann wird die dicker. Ah, guck mal, da hast du das Ganze jetzt in die... Oh, jetzt kriege ich ja keine Luft. Ja, Luft. Oh, вже мені починає захрипати. Ой, бідна пані, вам то на горло йде. Ой, гарно. Guck mal. Вже мені починає захрипати. О! Я, ну, це така робота. Все. Господи. Але вам гарно зробили, дуже гарно, розовеньку. Дуже гарно. Так, ваші ковдри, то йде сюди. Так. Йде сюди. То мій телефон. Листочок йде сюди. А чуєте, а все жовте. І подушки, і то все жовте. Я ж вам сказала, так, що буде комплект. Так. Так, все, телефон ви написали. Скажіть мені, прошу, пані, коли я буду вас привезти пір'я, за звузки, скільки треба? Ну, скільки, як я можна це рахую? Один на... мішок така, але як? Так, о, на ковдру. Ну. 2 на 2,20, треба 4 кілограми чистого пір'я. 4 кілограм. 4, а, ну, 3,700. Ja, можна на вагах. 4 кілограм braucht man für so ein großes... Eine Decke. Eine Decke. Але на подушка, наприклад, така файна? На подушка виходить кілограм 800. 1,8, окей. Файно. Чисто вже. Я маю в виду про чисто. Як акуратно. Як акуратно. Буде вам не пір'я не вилітати, все шикарно. Дуже дякую. А ще хотіла запитати, платити то, як забирати? Як забирати. Ага, добре. Okay. У мене є ваш телефон, я вам дзвоню, що ваше готове. Готове, прекрасно. Ви собі потім, коли там, приїжджаєте і забираєте. Чудово. Дуже вам дякую. Нема за що. Дуже дякую. Дякую вам. Гарного дня. Гарного дня. Дякую. До побачення. Ді фрау sagt: Danke, dass ihr uns Arbeit gibt, dass wir Arbeit haben. Oh, die ist aber nett. No. Die war sowieso sehr nett. Da, die ist fleißig. Sehr fleißig. Da. So. Die hat gesagt, für 4 Kilo Federn gibt es eine große Decke. Ja. Interessant. No. So, was haben heute die Omas? Alles, was wir auch haben. Mais, Tomaten. Oh, welche. Guck mal, welche Tomaten. Wow, die hat solche Tomaten. Veliki. Was veliki? Ja, aber ich habe Vali. Aha, по скільки? По 50. 50? Okay. Давати. От таких. Ага. Я більше не маю тих, от тільки. Тільки тих, так. Біля з ваше. Ага, ваше такі, я кажу. Так, але тут теж дуже добре і помідори. І теж по 50 тільки. Так, так. То кидайте всі раз. Давайте з ваше всі разом. Хай буде сюди. Тут нам не нормі азоти. А то що, вже молода фасолька? Так, молода фасолька. Того теж? Так. Ого. Hast du in deiner Tasche? Schon junge Bohnen. Hast du in deiner Tasche? Niemals. Aber mir ist gut, ist was. Nein, das ist okay. Чули? Чули, то не далеко. Ой, ну, не знаю, чи я буду зупу варити, не буду. А він тяжко говорити українською мовою. Він вивчив. Хочете руку вивчитися. Молодець. Тільки помідори. Дякую вам. Картопля має. Я подумаю, чи зупу варити, бо я маю дуже багато бобу, то я не можу його з'їсти. А, то так. Морозилку кинь. На борщ сушити. В морозилці нема місця. Ні, ми живемо там. Сушити. Ви така гарна, у вас така зачіска. Морковь, дякую. Морковь, цибульки і така, потім ще сметани, і така об'єднання. Як м'ясо, що маєте гриби, можна дати, може, а як так. Не маєте, то гриби. Я це кажу рецепт вам. Грибну приправу. Так? Так. О, і дякую. Об'єднання.
Рибина суя. Супер. Ну, дякую дуже. Дякую. Морозилці тушила. Все у вас гарне, то теж в мене є, бо ми маємо город. Дякуємо вам. Сайчик, не забудеш помідорки? Я то записала, так? Записую рецепт собі, так. Дякую, гарного вам дня. Добре, дякую. Па-па. О, малинка. Сонечка малинка. Останнє. Так, таке все. Das sind hier die Dings. Ja, das sind nicht vom Feld. Von Oma halt. Das hier. Erste Himbeeren. Oh, weißt du, die ersten Bohnen, die ich auch noch warte. Ми все маємо, але просто цікаво. А, цікаво. Що у вас вже є. У нас скоро буде на днях. А, у нас вже є. Дякую, дякую. Хай вам щастить. Дякую. О, то ми теж маємо. Дякую, маємо, маємо. Маємо, дякую. О, guck mal, solche auch hat Tomaten von sich. По скільки такі? По 40. По 40, так? По всі ваші домашні? Так, тут мусора. Ви нічим не бризгали? Ну, то трошки від фітофтори мусили. Від фітофтори трошки, так? Кобулове серце, але воно трошки без якесь таке не таке. Ну то файні, чого, нормально. Просто жовте трошки. Ой, мені таких, тої малинівки. 2 кілограми. То ви теж такі, так? Не трошки. Ті дорожчі, так? Ні. Кисламі. Ich kaufe vom Opa, weil ich habe Tomaten, aber nicht so viele, dass ich so viel Soße machen kann. Давайте тоді 3 кілограми отих. Може, то знайдете, ви би всі, я вас забрала маленьку. Може, на ящик? Так, може, відразу в ящику. Ящиком? Так. А як ви зважите, так? Ми зважимо потім. Добре, добре. Ну, добре. Хай буде, як ти хочеш. Хай в кульок може бути. Ага, є автомат. Менш, ну, це вам шойні томати. А ваші по скільки? Що, помідори? Так. 65. Ага, гарні, домашні, жовті. Всякі. Вази жовті і всякі. Всякі. Але тут дешевше, тут по 40. Тому я тут беру. Ва 300. Добре, хай буде скільки, добре. 2-300. Покажете висипати в пірагу? Ні, я вже беру так, нормально. 2-300. Скільки то буде? Дивіться, скільки його буде? Он в хімі до вас? Mache ich jetzt schon ein bisschen Soße, ja? Kannst du machen. Weil von mir, was wir immer haben, Tomaten essen wir immer auf. Für Salat und so und sind die weg. Ich muss noch mal gleich gucken, ob ich so einen Grill für die Sense bekomme. Und ich brauche noch Pizzasoßen, frische. Frische Pizzasoßen. Aber wo ist dieser Sense? Da vorne sind so Geschäfte, so Baugeschäfte. Vielleicht haben wir die. Oh, diese Piria, da könnte ich nicht arbeiten. Ja, warum bist du da reingegangen? Genau diese Milben tötet dir. Ja, ja, und da bin ich ja allergisch wahrscheinlich. Ja, треба скоро воду. Ні, ще 300 казав, а тут 2500. Добре, тепер разом. 4800. 4800. 4, то буде 160. Дивіться, вона. 4, 4 рублі, 200 рублів. Добре. Ну, гривні, вибрався. Я привик. Добре. Собі я спусу сліпи. А, це не проблема. 200 für die alle. Das ist 1 Kilo 1 Euro, genau. 1 Kilo 1 Euro. Das ist okay. По якому ви говорили? По-німецьки? По-німецьки говоримо, так. Я німецьку не вчив. Але ми тут живемо. Дякую. Чекайте, я вам ще співаю. Тримайте.
Ой, дякую. Здоровечко. Дякую, гарного дня вам. Будьте здоровечко, друзі. У вас хай ведуться помідори, родяться. Старайтесь, будьте здорові. Дякую. Щасливо. Не 30. О, значить, чілі, черіс. Ваші чілі гострі? Гострі. Гострі. Та, поскільки вас вони? Штучка 10-15 гривень. Ага. Kann das Wasser tragen wir? Nee, du sollst trinken. Trinken, wenn du es ertragen kannst. Ein paar Stück mir weiter. Таку велику не давайте, давайте менше. Добре. Менше смачніше. Класити. Нічого. 34. Добре. Ну, мамо, я таку добре, але я... Ну, то що, вона добра є пилка, але все одно... Mein Schatz kauft noch Schnur, weil wir wollen draußen noch ein Bett aufhängen. Ein Bett wollen wir draußen aufhängen. Hier direkt in der Stadt ist ein Garten und da war gerade eine Kuh. Haben die Leute schon weggenommen für Mittag. Alles da. Schläuche. Jetzt haben wir gekauft Tomaten, ein paar Auberginen, Tomaten von dem Opa. Mache ich mehr Soße, das schadet uns nicht, mehr Soße zu machen. Dafür brauche ich keine mehr Tomaten zu kaufen. Nochmal. Und da, jetzt fahren wir ins Krankenhaus, weil wir wollen noch hier kurz fragen wegen diesem Mund vom Christian. Ja, was steht da drauf? Nein, 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 infektive Wiedelenja, aber du nimmst da drin. Aber das ist viel kleineres Krankenhaus. Ganz kleines, das ist auch ganz kleine Stadt, das ist wie Dorf. Nee, aber die Stadt ist größer. Guck mal, beim Krankenhaus direkt Wäsche hängt. Das ist auch gut. Das ist nicht normal, ne? Nicht normal. Das aber das ist eigentlich hier eine größere Stadt wie Rusk. Nee, kleiner. Das ist mehr wie Dorf. Ja, wollen wir mal sehen, was hier das alles ist. Das ist wie ein Dorf. Nur wie Likaren. Ой. Тото. Зараз я подивлюся, де то. Ist das? Зараз, зараз. Бо тут пише Krankenhaus. Falsches. Nicht falsch, das ist das alte. Alte Krankenhaus. Wir haben jetzt ein neues gebaut. Wir brauchen neue Krankenhaus. Und das ist dahinter. Also fahren wir einmal um den Block. Ja. Und wir haben jetzt 14:45. Noch haben wir Zeit. Unterricht habe ich erst um 5 verlegt. Ja, du willst ja auch heute nur mal einen Rat fragen. Ja, ich will ja fragen. Wenn ich hier schon bin und hier gibt es Krankenhaus. Ich meine, ich bin ja so selten in der Stadt. Und man kann ja nächstes Mal, wenn die Federn fertig sind, könnte man das dann machen. Ja, wir sind sowieso bei Federn, müssen die abholen, die Decken. Genau. Der Mann meinte, man muss hier einmal rumfahren, ob das jetzt hier so stimmt. Ja. Werden wir sehen. Ah, ne, hier ist es noch nicht. Da, der ist gerade weg. Ja, ich weiß, aber vielleicht, ich denke, dass ich eine Straße nach da muss. Ich muss da hinten die Straße rein. Mhm. Ist ja egal. Das war ja nicht weit, meinte er. Der meinte, zu Fuß wir sollten laufen. Ja, aber zu Fuß... Vielleicht hätten wir zu Fuß laufen sollen. Ja, hier irgendwo eine Straße dahin geben. Hä? Bin ich angeschnallt. Das ist schon mal sehr schlecht. Wo ist denn diese neue Krankenhaus? Hier ist die erste Straße, aber es ist eine Einbahnstraße. Super. Na, куда ж? Da muss ich запитати. Nee, ich muss einfach nur zurückfahren, aber jetzt ist hinter mir ein Auto. Mhm. Also mal so. Moment, keine Sorgen, wir finden schon. Ich dreh einmal.
Bilder. Sehr schick. Hier ist das so im Krankenhaus. Jetzt müssen wir wieder woanders hin. Nee, das war nicht hier. Irgendwie heute ist immer Treppe rauf, Treppe runter. Ja, wenn wir nicht wissen, was heißt. Naja, klar. Aber hier geht's rauf, Schatz. Hier direkt. Hier raus. Und dann nach links wahrscheinlich. Denke ich mir mal. Hier. Links? Ja, die haben gesagt, zweite Korpus. Może jest gut, może tam. Jetzt warten wir hier noch auf einen Chirurg, weil die haben alle Mittagessen. Der ist kein junger Mann. Der ist 50, meinte die. Die Köchin meinte 50. Nee, das ist kein Arzt. Einfach nur ein Mensch, Leute. Ist hier sicher? Ja, ja, muss doch nach oben noch mal gehen. Der kommt gleich. Das ist sein Auto. Hat die gesagt? Die hat gesagt, sein Auto ist da, also ist er da. Die Köchin. Wir sind gerade in der Küche gelandet. Bei der Köchin. Willst du auf den warten? Nur Troschke, ja. Ein bisschen. Oder wir fahren nach Hause. Aber besser warten kurz. Vielleicht kommt gleich. Wenn man so überlegt, Schatzi, jetzt ist wie viel Uhr? Gehe ich noch mal gucken. Vielleicht kann man schon. Immer wenn ich im Krankenhaus war, bin ich sofort gesund und will nicht mehr krank sein. Zu ist hier bei ihm. Oho. Wie viel Holz hier direkt am Krankenhaus? So viel Holz, was wollen die damit machen? Schatzi, guck mal, wie viel Holz hier ist. Bestimmt für das Krankenhaus. Vielleicht gibt es da einen großen Ofen. Wahnsinn, wie viel Holz. Das könnte sein, dass das der Ofen ist für das ganze Krankenhaus. Guck mal, welcher Kamin, siehst du? Der heizt da bestimmt und macht dann heißes Wasser. Ja? Mhm, Wahnsinn, total viel Holz. So, jetzt wissen wir nicht, ob wir warten sollen oder was auch immer. Nee. Wissen wir nicht. Ah, Tom hier. Gut. Liebe Freunde, wir haben doch keinen Arzt, Chirurg da gefunden, weil die sind alle in der Mittagspause. Und dann haben wir gesagt, bis wir warten, bis die gegessen haben, wir fahren nach Hause. Wir müssen sowieso die Decken abholen. Ne? Ja, ist ja auch kein Notfall. Da kann man immer noch gehen. Ist ja jetzt kein Notfall. Aber das Gute ist, dass wir beide sofort gesund geworden sind. Wo wir da ein bisschen rumgelaufen sind im Krankenhaus. Sofort keine Schmerzen. Haben dieses Geruch gerochen, Krankenhausgeruch nach Chlor. Ja, das stimmt. Oder was das ist, da hat man keine Lust mehr. Desinfektionsmittel. Ja, jetzt fahren wir gleich hier. Ui, du bist gleich hier diese schlechte Straße gefahren. Ja, das ist aber hier. Nur noch die Nachbarin holen und dann fahren wir nach Hause. Und dann essen wir Mittagessen, unser leckeren Mais und was wir so haben an Leckereien. Was für schöne Sonnenblumen hat. Was ich noch mal fragen wollte, wir sind jetzt schon, haben schon über 4000 Abonnenten auf dem Kanal. Ja, okay. Und wir freuen uns immer, wenn wir hören, wo ihr alle herkommt. Das ist so weit. So international. Sogar von Neuseeland und Amerika und alles. Schreibt uns doch einen Kommentar, wenn ihr Lust habt, wo ihr herkommt. Bitte, bitte, liebe Zuschauer. Das wäre mal sehr interessant zu sehen. Wir haben schon so internationale Zuschauer. Neuseeland, Kalifornien, Chicago, Schweiz. Auch wenn ihr von Bayern, Deutschland seid, aber ist ja Bayern, Niedersachsen, Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Berlin, wow, danke. Aber das würde mich mal interessieren, wo kommt ihr alle her? Danke, liebe Zuschauer, aber wenn ihr nicht schreiben wollt, ist auch kein Problem. Ja, das ist ja freiwillig.
ist auch kein Problem. Einfach nur entspannen und wenn man schauen will, dann schauen und wenn man nicht will, dann wegschalten, wie man das möchte. Ne? Genau. Ah, da ist ja die Nachbarin. Das ist die Nadja Nachbarin. Dann werde ich jetzt mal hier drehen und dann fahren wir direkt zurück. Siehst du die? Ja, ich habe die gesehen, die lief da rum. Ah ja, okay. Und jetzt kann ich aber hier eben drehen. Genau. Dort fahren wir direkt da hinten lang zurück. Nach Hause. Und welche Strecke fährst du wahrscheinlich? Ich möchte gerne die gleiche? Eine ähnliche fahren. Ich habe mir das nochmal auf der Karte angeguckt. Mhm. Ich glaube, ich habe mich da beim Hinfahren ein bisschen vertan. Da war nicht so ganz so eine super Strecke, aber eigentlich war die okay. War nicht schlimm. Genau, und deshalb will ich jetzt mal gucken, oh, das ist ja schon wieder. Na, denke. Ob ich diese die Nachbarin. Straße. Das ist bestimmt so wie in deiner Kindheit. Solche Busse. Ne? Ja, Schulbus. Schulbus, also. Mhm. Der ist bestimmt schon 50 Jahre alt. Mhm. Süß, ne? Sehr lustig. Ja. Wurst haben wir gekauft. Ja. Hausgemachte Wurst. Mein Schatz hat sich gewünscht. Aber bei der Hitze, ich weiß nicht, ob das dann. Das esse ich ja jetzt nicht. Das esse ich ja zum Frühstück mal. Nein, ich meine, das muss schnell in den Kühlschrank. Das meine ich. Alles gut. Super. Jetzt fahre ich mal eine andere Straße. Jetzt geht's hier. Supi! Fahren wir mit noch einer anderen, dritte Straße, ne? Hier gibt es ja noch mehr Straßen. Noch mehr Wege. Die hast du ja, glaube ich, mir gesagt, weil die ist ja echt neu. Guck mal. Aha. Das ist so irgendwie mal gemacht. Ja, viel besser, ne? Viel besser. Nun probieren wir, ne? Nun, wenn man die rausgefunden hat, dann ist man schneller. Da, besser. Schneller und nächste Mal wissen wir Bescheid. Jetzt ist 20 vor 3. Ich muss noch Mittag machen. Muss man gleich mal stoppen. Also auf dem Hinweg haben wir, glaube ich, 45 Minuten. Jetzt brauchen wir bis jetzt 10 Minuten. Mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen. Mehr. Berlin-Tarm. Ich bin früher, von Berlin bin ich jetzt nicht mehr weggefahren. Ich bin vorher weggefahren. Ein Loch gewesen. Ein paar Löcher sind da. Nun, was will man machen? Hier ist so schön. Ich bin sehr, 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 sehr verwundert. So eine schöne Straße. Durch den Urwald. No, ito Ihor mam na uwazie tu doro. Ja, natürlich. Aber ich bin echt erstaunt. Er hatte recht. No, viel schöner. Ich weiß doch, wir sind damals mit dieser Oma gefahren. Das war jo, so das Glück. War so big. Aber gerade, da bin ich einmal falsch abgebogen. War auch schwierig. Ui, alle je jame. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Vajai, bo maschenoj posadej. Und schon langsam Appetit hat mein Junge. Ja, deshalb fahre ich ja so schnell. Sehr gut. No, fein, Inka. Fein, Inka. Wer hat das gemacht? Wahrscheinlich hier die Förster, weil die den Wald hier abholzen. Dann kommen die besser hier hin. Gebracht nach Hause und leider wieder spät, schon halb vier. Halb vier. Jetzt müssen wir noch schnell was essen, was zu essen machen. Dann hast du schon Unterricht. Und dann habe ich schon Unterricht, ja. Schade, schade. Ja. Nur, aber es war, glaube ich, ein bisschen schneller auf dem Rückweg, oder? Und ich mache noch uns den heute Abend diese leckere Tomatensoße, viel Soße hat man für Pizza, für Nudeln, ne? Oh ja, die schmeckt. Gut, dass ich das gekauft habe. Ich werde wahrscheinlich noch viele Tomaten haben, aber ich habe gedacht, komm, beim Opa ist auch gut. Na? Ja, die Soße, die verbrauchst du doch immer jedes ja, Jahr. Ja, immer. Du hast ja im Herbst. Ich brauche diese Tomatensoße, die ich mache, ich brauche die für Kohlrouladen, für Pizza, für Nudeln, für Tomatensuppe, für Borscht. Du musst mir mal zeigen, wie du die machst. Ja, ich zeige gerne, wie ich die mache, aber die ist ganz einfach. Einfach nur aufkochen, pürieren und salzen. In die Gläser auffüllen, fertig. Das ist ganz einfache Soße. Aber schmeckt gut. Schmeckt gut.